Wie sagt man so schön? Jemand geht ins Gefängnis rein, kommt raus und es ändert sich viel, weil er in der Zeit, wo er saß, viel bereut hat. Sie bereut es in dem Falle nicht. Raus aus dem Knast, jetzt ist die Schwester kriminell. Der Typ ist im Knast, kommt raus, bereut es und jetzt ist die Schwester dran. Ach, Bruder, die Eltern freuen sich. Die Eltern sind stolz. Lasst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen. Ihr habt eine Tochter und einen Sohn. Freut euch, das ist euer Stolz, euer Fleisch und Blut. Ihr prallt so neben anderen Freunden so, ja, meine Tochter macht dies, mein Bruder macht dies. Da kommt der Bruder rein. Das heißt, du prallst jetzt nur noch mit der Schwester. Jetzt ist der Bruder draußen, jetzt geht die Schwester rein. Was würdest du den Freunden erzählen? Warum trage ich Mundschutz? Oh, Bruder, jetzt kommt mir nicht so mit hier, die kommt gerade aus dem Knast. Aber eine Frage, ich kenne mich damit nicht aus, ich war noch nicht drin. Wenn man reingeht, hat man dann nur die Möglichkeit, mit einem Gepäckstück reinzugehen? Oder wie sieht's aus? Weil immer, auch bei Filmen, kommen die Leute immer aus dem Knast mit einer Sporttasche. Dankeschön. Darauf habe ich 2 verdammt lange Jahre gewartet. Safe. Wenn ich im Knast bin, dann warte ich auch 2 Jahre immer auf eine Blume, Digga. Ich meine, Bruder, wenn man drin ist, das ist das Erste, woran ich immer denke, ist immer eine Blume, die mich draußen erwartet. Hat sie nicht gefallen im Knast? Oh, das war die Hölle. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das Ding ist, ich muss sagen, deutsche Gefängnisse kannst du jetzt nicht vergleichen mit irgendwelchen Gefängnissen in Südafrika, weil ich habe da mal letzte Doku drüber gesehen, das Herzgefängnis irgendwo in Kapstadt, glaube ich. Und da kannst du das hier nicht vergleichen in Deutschland. Du kriegst eine Ausbildung im Knast. Du kriegst Essen. Ob es das beste Essen ist, ist jetzt eine andere Frage, aber du kriegst auf jeden Fall Essen. Du arbeitest da, was weiß ich was, aber in anderen Gefängnissen ist es ganz eklig. Da haben ja nicht mal die Wächter das Wort. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, da kann jederzeit irgendwas passieren. In deutschen Gefängnissen spielt Schach. Ich hätte von Anfang an auf dich hören sollen. Mann, das war auch echt saudämlich, ja, in diesen Scheißladen einzubrechen und das nur, weil Nasti dich dazu angestiftet hat. Ich hab dir gesagt, sie ist gefährlich und dann finden die dich ja auch noch alleine mit den ganzen Drogen. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich hab mit den... Aber mich triggert jetzt schon ihr Piercing, ne? Ich denke jedes Mal aufs Neue, dass irgendein Krümel von so einem Stück Brot oder so, das will ich immer wegmachen. War mir eine Lehre, das schwöre ich dir. Ich glaube nicht, dass Nasti das gern hört. Das ist mir egal. Den Knast sehe ich nie wieder von innen, das schwöre ich dir. Mit der Scheiße bin ich jetzt komplett durch. Ich werde so einen Fehler nie wieder machen. Ich fange jetzt definitiv ein neues Leben an. Mensch, das nenne ich doch mal ein Wort. Und außerdem, ich habe mir die Woche extra freigenommen. Also ich meine, bevor du nach Hause gehst, sollten wir auf dein neues Leben anstoßen, oder? Das klingt gut. Cool, dann los. Kimi hat wegen Drogen und Kriminalitätsdelikten 2 Jahre im Gefängnis verbracht. Machst du Steuerhinterziehung, siehst du die Zelle dein ganzes Leben lang. 20-Jährige will jetzt ein neues Leben starten. Doch es kommt alles anders. Pass doch auf! Oh, man hört sogar im Hintergrund die Polizei. Junge, das ist so cringe. Die hat eine Tasche. Versteht ihr, wie ich meine? Die hat eine Tasche und die rennt mit der Beute in der Hand weg. Bruder, pack die Sachen doch in die Tasche und renn dann. Dann fällt es auch nicht auf. Du blöde Alter. Kaya? Ach, meine große Schwester. Wieder aus dem Bauhaus, ja? Bestimmt nicht wegen guter Tiere. Findest du das etwa lustig? Am Knast ist gar nichts lustig, das kann ich dir sagen. Was machst du mit den ganzen Klamotten? Hast du das geklaut oder was? Ja. Nee, Bruder, das trägt sie seit 2 Jahren mit Etikett. Auch wenn Kaya erst 16 Jahre alt ist, so ein Ladendiebstahl hat auch für Minderjährige Konsequenzen. Das geht los mit dem Hausverbot und vom Gericht gibt's auf jeden Fall Sozialstunden. Sozialstunden hatte ich tatsächlich auch schon mal. Bevor es jetzt heißt, Digga, was hast du gemacht? Hast du auch geklaut? Nee, das alles hat angefangen mit einem Video. Ich hatte so einen kleinen Telefonstreich ich sag jetzt nicht genau, wo ich den Telefonstreich hatte. Ich glaube, die Telefonverarsche ist auch schon längst offline. Ich habe auf jeden Fall eine Telefonverarsche gemacht. Die bestimmte Person am Telefon verarscht. Die hatte Angst um ihren Job. Die ist dann vor Gericht gegangen, hat dann vor Gericht 2-mal geweint, während das Video abgespielt wurde. Ich habe 15 Tage bekommen mit je 6 Stunden pro Tag, die ich da abarbeiten musste. Und das war übertrieben nervig. Aber ich war in den meisten Fällen sowieso in der Küche und musste nur kochen. Das ist das Gute. Bist du bescheuert? Ich glaube, ihr habt da was zu besprechen. Ja, ich gehe dann mal, aber ruf mich auf jeden Fall später an, ja? Was ist nur mit dir passiert, sag mal? Wer bist du und was hast du mit meiner Schwester Kimi gemacht? Was meinst du? Früher warst du ein richtiger Gangster und jetzt bist du so ein Heiligenschein. Ach, und deswegen machst du das? Versuchst du mir nachzumachen, oder was? Einzige. Ich verstehe auch nicht die Leute, die denken, dass es cool ist, in irgendwelchen Läden was zu klauen. Du klaust was im Wert von 40, 50 Euro und gehst dafür 2 Jahre rein. In den 2 Jahren, wenn du jeden Tag 1 Euro oder 10 Cent zur Seite legst, einen Spartopf, hast du immer noch mehr Geld, als wenn du jetzt einfach so einen schnellen Raub machst für 50 Euro. Es sind so ein Idiot, der geht 2 Jahre rein für eine 40 Euro Jeanshose. Klaut nicht. Wenn ihr klaut, dann muss es auf jeden Fall schon so Ratar-Style sein. Da müssen schon Millionen fließen. Worüber du gemeckert hast, wenn ich zu wenig Klamotten mitgenommen habe. Versuchst du mir nachzumachen? Denkst du, das ist cool? Das ist gar nichts cool dran. Ich kann dir eins sagen, im Knast, das ist so beschissen, das willst du nicht riskieren. Mann, Kimi, du bist so langweilig geworden. Du bringst sofort die Sachen zurück, das schwöre ich dir. Ich gehe nicht mehr da rein. Was denkst du, wer du bist? Der will die Polizei anrufen. Hat er beim letzten Mal auch schon gesagt. Mann, Kaya, was ist eigentlich los mit dir?
Ich dachte, es gefällt. Oh, Bruder, ihr Piercing sieht ganz komisch aus, ne? Oh. Hast du ein Problem mit mir? Natürlich habe ich ein Problem damit. Komm, eins sage ich dir. Wir nehmen die Sachen und legen die am Hintereingang ab. Und dann gehen wir nach Hause, sonst kannst du richtig was erleben. Kimi hat sich das Wiedersehen mit ihrer Schwester bestimmt ganz anders vorgestellt. Sie muss der Realität ins Auge sehen und... Stell dich einfach mal vor, ihr seid im Knast, kommt nach 2 Jahren raus. Ihr lauft gerade auf dem Weg so nach Hause, werdet von einer Freundin oder einem Freund abgeholt. Die erste Person, die ihr trifft, ist einfach eure kleine Schwester oder euer kleiner Bruder. Einfach der versucht das Gleiche zu machen. Einfach ein Nachfolger. Ihr früheres Leben durchaus Auswirkungen auf Kaya hatte. Ich hoffe sehr, dass sie ihre guten Vorsätze umsetzen und für Kaya ein gutes Vorbild sein wird. Kimi wird auf eine harte Probe gestellt, denn auch ihre Mutter Doreen hat sich in den 2 Jahren stark verändert. Bruder, stell dir mal vor, du kommst raus aus dem Knast und es hat sich einfach alles verändert. Der eine fängt an mit Clown, die andere ist komplett weg. Dann würde ich ja wieder reingehen wollen. Was hast du erwartet? Ist es noch schlimmer geworden? Ja, die trinkt 24/7, das ganze Zeit vom Fernsehen. Siehst du, wie sie aussieht? Bewegt sich genauso viel wie die Einrichtung. Würde ich nicht nach Hause kommen, ja, würde sie es nicht merken. Das ist ein typischer Fall von Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung. Wenn das Jugendamt davon Kenntnis bekommt, würde man Kaya sofort aus der Familie rausholen und in einem Heim unterbringen oder falls möglich bei einer Pflegefamilie. Der ist schon hart. Boah, ich weiß ja nicht, was der für dicke Eier hatte, ne? Aber so einen Job würde ich niemals machen. Ich hatte einfach viel zu viel Angst davor. Der seilt sich einfach ab. Am Abend, Kimi ist verzweifelt. Die 22-Jährige hatte sich ihren Neuanfang nach der Freilassung ganz anders vorgestellt. Und es... Ey, Junge, ist das ein Witz, Alter? Hat dir jeder ein Piercing? Muss ich mir auch ein Piercing stechen lassen, um darauf zu reagieren? Jeder verdammte Schauspieler hat ein Piercing. Ich kann mir zu 100% vorstellen, als Hilf mir nach den Schauspielern gesucht hat, haben die noch ganz klein hingeschrieben, ohne Piercing läuft hier nichts. Kommt noch dicker. Miami Beach FL. Bruder, Digga, jetzt wird's cringe. Junge, was? Ach du Kacke. Kimi, da bist du ja. Ich hab mich schon gefragt, wo du bist. Falls ihr euch fragt, was die macht, die versucht ihr Schutz. Also, es ist die Zeit gekommen, Schutzgeld wieder zu holen. Warum hast du dich nicht bei mir gemeldet? Wie war's 2 Jahre im All-Inclusive-Urlaub? Hey, Nasti, wie geht's? Warum meldest du dich nicht mal bei mir, obwohl du schon draußen bist? Ich habe mit meiner Vergangenheit abgeschlossen. Ich war 2 Jahre im Knast und da gehe ich nicht nochmal rein. Ich entscheide, wie es hier läuft. Und wenn ich sage, du springst, dann fragst du mich nur, wie hoch, verstanden? Bruder, mach das doch nicht mit mir. Kimi wird hier von Nasty ganz schön unter Druck gesetzt. Hoffentlich gibt sie dem nicht nach. Derartige Situationen stellen das größte Rückfallrisiko für ehemalige Strafgefangene dar. Am besten wäre es, wenn... Normaler der Durst, glaube ich, ne? ...im Milieu komplett abbricht. Hör mir zu. Worauf ich gar nicht stehe, sind Verräter. Ich mach sie klein wie Ratten. Du hast bis morgen Zeit. Eine ganze Nacht. Kurze Frage, was würdet ihr machen, wenn die jetzt auf euch zukommt und euch so eine Ansage macht? Ich würde mir denken, ganz kurz, ey, Liebes, komm mal kurz auf den Boden der Tatsachen. Ich habe im Rucksack noch einen Cheeseburger. Ich merke, wenn du nichts isst, wirst du zur Diva. Iss das Ding und dann lass uns reden. Um dir zu überlegen, wer deine wahren Freunde sind. Du schuldest mir eine Loyalität. Verstanden? Nasty, was soll die Scheiße? Überlegst du bis morgen. Kimi wird hier leider von ihr... Stell eure Mutter fragt euch und... Ich habe gesehen, du hast Schulden. Ich bin der Person noch was schuldig. Ja, was denn? Loyalität. ...ihrer Vergangenheit eingeholt. Fast jeder zweite Straftäter in Deutschland wird innerhalb von 9 Jahren rückfällig. Besonders hoch ist diese Quote bei Raubdelikten. Eine Stunde später. Kimi wird ihre Vergangenheit nicht los. Mit der ist nicht zu spaßen. Die ist saugefährlich. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass sie mich auch noch wieder zurück will. Sie hat so viele Leute in ihrer Gang. Was willst du mit mir? Gang? Ich tue einfach mal so, als ich das überhört. Scheiße, Mann. Aber weißt du schon, wie du ihr das morgen sagst? Ich habe keine Ahnung. Sag mal, ist das nicht Kaya? Ja, das ist sie. Was macht sie denn da? Der merkt halt echt nichts. Da ist er, da fummelst du ihm am Arsch und der merkt es nicht. Ari, sie haben ihr Handy da vorne verloren. Das kleine Mist. Ich glaube, du sollst besser nochmal mit ihr reden, ja? Wir sehen uns morgen. Kaya! Oh. Ja, du bist ein tolles Mädchen. Ja, das finde ich ja prima. Das finde ich ja ganz prima. Ach, warte mal, da habe ich doch noch eine kleine Aufmerksamkeit. Ein kleines Dankeschön für dich. Bitte. Ein 10er. Digga, überleg mal. Das muss ich mir jetzt auch merken. Einfach an die Bushaltestellen gehen, irgendwelche Leuten einfach das Portemonnaie aus der Hosentasche ziehen oder das Handy und danach einfach wieder vorbeigehen und sagen, sie haben da was verloren. Der wird euch einfach als Wiedergutmachung was geben. Ja, besser. Jetzt weiß ich, wie ich Geld mache. Steuerfrei. Das ist nicht nötig. Sie hat es gern gemacht. Sie hat es wirklich gern gemacht. Was soll die Scheiße?
Mann, er war glücklich über sein Handy und ich bin glücklich über das Geld gewesen. Bist du bescheuert? So wanderst du ganz schnell in den Knast. Ja, als ob du sowas noch nie gemacht hast. Das hättest du noch nie geklaut. Ja, ich bin aber über diese Scheißzeit hinweg. Ja, bla bla. Aber Mann, ich hab's gemacht. Ganz ehrlich, du weißt nicht, was da im Knast abgeht, oder? Du wirst nur rumgeschubst und wenn du auf dem Boden liegst... Aber ist schon süß so von der Schwester, dass sie sich um ihre kleine Schwester kümmert und ihr sagt, ey, mach alles, aber mach nicht sowas, damit du nicht da hinter schwedischen Gardinen landest. Beten die nochmal drauf. Willst du es wirklich drauf anlegen? Willst du es drauf anlegen? Ach, unsere Kimi, doch wieder ganz die alte, was? Das wird Nasti gefallen. Den können wir uns mal treffen morgen. So ist es also, ja? Nasti, bist du wieder am Spiel? Das ist nicht so, wie es sich gerade angehört hat. Ey, das ist auch wieder Beste von Hilf mir, ne? Guckt's euch an. Der Typ kommt von hier, sieht sie, geht wieder geradeaus weiter und dreht einfach wieder um, weil er sich denkt, mein Text ist durch, ich kann wieder weg. Wie am Spiel? Das ist nicht so. Ich habe mit dir nur kurz gesprochen. Ah, du hast sie also schon getroffen, ja? Kaum 24 Stunden, nachdem du aus dem Knast bist, triffst du dich wieder mit ihr. Anscheinend auch wieder irgendwelche Pläne. Kaya, das ist nicht so, ja, wie du jetzt denkst. Ich habe mich geändert. Und das solltest du lieber auch tun. Schade, dass Kaya ihrer großen Schwester... Diesmal hat sie keine fette Kette um. Aber dieses Vertrauen muss Kimi sich auch erst wieder verdienen. Denn sie hat Kaya in der Vergangenheit oft enttäuscht. Und diese Wunden sind noch nicht verheilt. Kaya, mach die Tür auf. Ich will mit dir reden. Was sind der Schlüssel? Die waren doch immer hier, Mann. Sehr geehrte Frau Maya, Ihre Tochter Kaya hat bereits mehrere Verweise wegen schlechten Benehmens. Kaya! Also Bruder, jetzt mal angenommen, du hast ein eigenes Zimmer. Wenn du jetzt solche Briefe bekommen sollst von der Schule, wo versteckt ihr die Sachen? Richtig, bei der Schulablage, wo jeder rangeht. Was sind denn das für Briefe hier von der Schule? So viele Verweise? Die sind wohl nicht an dich gerichtet, du neugierige... Kaya, Mann, ich will mit dir reden. Kein Bock. Mach mal auf jetzt. Kein Bock. Mama! Mama! Ja, die ist sowieso nicht mehr ansprechbar, die ist komplett weg. Kaya hat um 9.30 Uhr mit dir einen Termin in der Schule, bei der Direktorin. Ich weiß nicht von irgendwelchen Termin, aber ist mir auch egal, lass mich in Ruhe, ich will nicht schlafen. Du scheiß Säuferin, Mann! Eltern haben die Pflicht dafür. Aber das ist schon kacke. Stell dir mal vor, du bist 2 Jahre weg, kommst wieder und es hat sich so viel geändert. Niemand ist ansprechbar. Niemand nimmt das wahr, was du sagst. Ja, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Sorgen, dass ihre Kinder zur Schule gehen. Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, drohen zuerst heftige Bußgelder und dann irgendwann auch der Entzug des Sorgerechts. Kaya, du kommst da jetzt raus. Wir gehen jetzt zur Schule. Dann trete ich die Tür ein und dann gehe ich zum Jugendamt. Ich kann denen ja mal erzählen, dass du hier mit 16 Jahren... Ey, ungelogen, ich finde dieses Piercing abgrundtief eklig, ne? Wenn du von der Seite sprichst, das ist so eine Kugel, die da schwebt. Oh. Versoffenen Mutter wohnst. Und dann bist du schneller im Heim, als du gucken kannst. Na, dann sieh mal zu, wie ich es mache. Der Gang zum Jugendamt wäre vielleicht wirklich der beste Schritt. Aber nicht, um Kaya zu bestrafen, sondern um ihr zu helfen. Allerdings scheint Kimis Drohung hier Wirkung zu zeigen. Ich bin jetzt noch nicht lange hier an der Schule, aber ich muss Ihnen leider sagen, dass ich Ihre Schwester schon den 10. Verweis unterschreiben musste. Bruder, die Arme, ihre Finger tun schon weh vom ganzen Unterschreiben. Und das Schlimme dabei ist, dass sie sich total verschließt. Ich habe mehrfach versucht, mit ihr zu sprechen und sie verschließt sich komplett. Ich weiß, Kaya ist momentan nicht einfach, aber im Grunde genommen ist es ein sehr liebes und anständiges Mädchen. Sie macht gerade nur eine sehr schwere Zeit durch. Safe. Paar Klamotten klauen. Ja, dass Sie Ihrer Schwester bald helfen können. Wissen Sie, hier in der Schule haben Mobbing und Gewalt, Diebstähle rapide zugenommen. Und deshalb habe ich auch einen Schülercafé gegründet. Dort können sich die Schüler treffen und über Probleme sprechen. Und über deren nächsten Pläne. Wissen Sie was, Frau Meier? Ich mache Ihnen jetzt ein Angebot. Wir könnten wirklich noch Unterstützung gebrauchen im Café. Wenn Sie wollen, können Sie für ein paar Stunden zur Probe unentgeltlich mal kommen, um das auszuprobieren. Und wenn es funktioniert, könnte ich Ihnen sogar einen Festvertrag geben. Wow, das klingt echt super. Und so kann ich auch immer ein Auge... Oh, ich weiß jetzt ganz genau, ey. Ich weiß ganz genau, was jetzt passieren wird. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Café. Da kommen Leute hin, die irgendwie schwer erziehbar sind. Und sie wird da quasi als Erzieherin angestellt, um da einfach mit den Leuten über ihre Probleme zu sprechen. Und ich kann mir so 100% vorstellen, dass dieses schlanke Mädchen in Blond da gleich auch sein wird. Mit ihrer ganzen Clique. Auf Kaya haben. Vielen Dank. Der Vorschlag der Direktorin ist eine tolle Chance für Kimi, nach ihrer Haft wieder ins Berufsleben einzusteigen. Aber wer kennt sich? Gespräch geht um die kleine Schwester und sie kriegt einfach Job. Was denn hier los? Kriegst du Besuch von der Prüfung?
Schau mal, das habe ich für dich gemacht. Das hast du früher doch so gern gegessen. Brownies mit Smarties und Gummi. Mäusen, Alter. Hättest du nicht ein anderes Tier reinballern können? Warum Mäuse wieder? Bisschen lächerlich, findest du nicht? Ich wollte einfach mal ein bisschen mit dir reden. Schau mal, das habe ich für dich. Das hast du doch früher so gern gelesen. Ja, danke. Ey, wie solche Menschen hasse, Junge. Die macht dir ein Geschenk, nimm das verdammte Geschenk doch an. Ob du das Buch danach verbrennst, ist doch eine andere Sache. Du meinst wohl Alkohol einkaufen? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe, dass sie normal einkaufen war. Mann, ich weiß, du hattest es nicht leicht, aber... Ich komme schon zurecht, mach dir mal keine Sorgen. Ich mach mir aber Sorgen. Ich weiß, die letzten Jahre waren für uns schwer. Ich versuche dich doch zu verstehen. Versuch doch bitte auch mich zu verstehen. Ich habe 2 Jahre lang die Hölle durchgemacht. Ich wurde gemobbt, fertig gemacht, geschlagen. Ich will einfach nicht, dass dir das auch passiert. Mama, siehst du mich jetzt? Willst du jetzt eine Mitleidsnummer von mir oder so? Oh, arme Kimi. Du bist so kalt. Wie kannst du so kalt sein? Ich bin deine... Ja, Bruder, die Tür ist offen. Das zieht, ne? Muss die Tür vielleicht mal zu. Schwester. Halbschwester. Kaya wurde offensichtlich die letzten Jahre stark vernachlässigt. Sie war auf sich alleine gestellt und konnte sich auf niemanden verlassen. Jetzt kann sich niemand auf sie verlassen. Emotionale Kälte ist vor allem Selbstschutz. In ihr drin sieht es sicherlich anders aus. Jetzt geht's los. Denk daran, was ich vorhin gesagt habe. Das wird 1:1 genau so sein. So, Frau Meier, das war jetzt von meiner Seite ja erstmal alles. Übrigens schön, dass das alles so spontan heute geklappt hat bei Ihnen und Sie unsere kranke Kollegin vertreten. Bruder, ist Ihr Reißverschluss auf? Ey, war das? Sieht so aus, als wäre Ihr Reißverschluss auf, ne? Konnten. Na. Das mache ich gern. Super. Hier ist erstmal Ihre Schürze, die brauchen Sie noch. Vielen Dank. Schürze oder doch eine Schutz? Ah, scheiße. Sonst, alles gut. Psst. Mal, dass gleich auch ein paar Kids hier auftauchen werden. Die Mittelstufe, da haben einige eine Freistunde. Gut, Frau Meier, dann, wenn noch irgendwelche Fragen sind, fragen Sie mich, kommen Sie direkt auf mich zu. Bei Problemen, Ihnen steht immer meine Tür offen. Vielen Dank. Gerne. Mach mal den Reißverschluss zu. Dankeschön. Ich schwöre, ich hab's gewusst, Junge. Als hätte ich das Skript geschrieben, ich hab's gewusst. Guck jetzt, wer gleich durch die zweite Tür kommt. Ah, okay, er ist doch alleine unterwegs. Auch, Bruder, ist der dumm? Hab ich das jetzt richtig gesehen? Trägt er seine Kette so? Er trägt seine Kette ernsthaft so, Bruder. Hey, was machst du denn hier in meiner Schule? Spinnst du? Ich hab dir gesagt, dass ich jetzt ein Auge auf dich haben werde. Ja, machst also einen auf FBI oder was? Du bleib mal locker, ich bin offiziell hier. Ich arbeite jetzt als Jugendbetreuerin. Also hab ich nicht mal hier vor dir deine Ruhe. Komm mit. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn ich hier arbeite und dir und deinen Mitschülern mal ein bisschen berichten kann, wie es so im Knast war. Vielleicht merkst du dann endlich, was ich die ganze Zeit gemeint habe. Ja. Wirklich klasse, wie sehr Kimi sich um das Wohl ihrer Schwester kümmert. In ihrem Fall scheint die Haftstrafe wirklich den erhofften Erfolg gebracht zu haben. Neben der Bestrafung geht es bei der Haft auch immer darum, dass der Täter resozialisiert wird. Das heißt, ihn... Bruder, jetzt, wo ist deine Uhr? Hast du deine Umkleide noch vergessen, ne? Die siehst du nie wieder. ...wieder in das Gefüge einer Gesellschaft einzubringen, ohne dass zukünftig Straftaten begangen werden. Kimi ist ständig in Sorge, dass ihre Halbschwester Kaya straffällig wird. Leider zu Recht. Gib mir dein Handy jetzt! Bruder, das war mir gerade wirklich einer zu viel.